Der Mond ist aufgegangen und auf dem Nachttisch lädt leise das Handy. Praktisch, aber schlecht für unseren Schlaf. Wie schlecht, das wollen wir mit Dominik Setzer herausfinden. Die Lehrerin wacht oft gerädert auf und hat einen Verdacht. Ich lade das Handy schon nachts neben dem Bett auf und glaube, dass mir das vielleicht nicht so gut tut. Wie stressig das Smartphone auf dem Nachttisch ist, das weiß Schlafmediziner Michael Feld. Ihn besucht Dominik Setzer vor unserem Experiment. Langfristig kann das halt, und das wissen wir auch aus Studien, geht das aufs Herz-Kreislauf-System, beim anderen auf Magen-Darm oder kann eben bis zur Depression führen, einfach weil diese Batterieaufladephase, die wir eben brauchen, die muss ein paar Stunden haben und qualitativ gut sein. Wenn die ständig gestört ist, das ist nicht gut. Nun machen wir den Test. Dominik Setzer wird dafür mit dieser speziellen Messkappe verkabelt. Und tatsächlich zeigen Querschnittsaufnahmen, wie das empfangsbereite Handy die Nervenzellen im Gehirn erregt. Und dann haben wir hier mit Smartphone eingeschaltet, eine großflächige Aktivierung, die dann auch über Nacht da ist. Wenn der Flugmodus eingeschaltet ist, ist das deutlich geringer, aber es ist noch eine geringere Stressaktivierung im Gehirn zu beobachten. Sogar noch im Flugmodus, also ohne Sendebetrieb, erzeugt das Handy am Ladekabel elektrische Felder, die die Zellen anregen. Der Rat der Experten ist deshalb ganz klar. Wenn es schon im Raum ist, dann leise, Flugmodus und vom Körper weg. Ja, aber nicht direkt an die Rübe und nicht anlassen. Dominik Setzer will das jetzt mal ausprobieren. Und vielleicht schläft sie ohne Handy auf dem Nachttisch ja wirklich besser.